wir danach, da lag am Wegesrand ein kleines Geißlein. Das machte ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Hey, er ist dir in die Quere gekommen. Du machst ja ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Komm mit uns nach Bremen. Da kannst du Stadtmusikant werden. Da ging das Geißlein mit. Und die drei kamen auf einen hohen Berg, wo ein lächerliches kleines Männlein um ein Feuer herumhüpfte und dabei sang. Heute backe ich, morgen brauche ich, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Aschenputtel heiße. Vor allem dadurch, weil wir davon ausgehen können, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner diese Geschichten erinnern können. Das heißt also, sie haben sie höchstwahrscheinlich zu einem sehr hohen Prozentsatz in der Kindheit kennengelernt, die Märchen von Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Froschkönig und Schneewittchen. Und auch in der Demenz könnten sie diese Texte erinnern. Wir wissen ja auch, dass in der schweren Demenz die Erinnerungen zurückrutschen in die Kindheit. Und wenn dort das Märchen verankert ist, lässt sich auch relativ lange mit einem Märchen begleiten. Und darum eignet sich das Märchen sehr gut zum Aktivieren. Wie sieht denn eine ideale Aktivierungseinheit für Menschen mit Demenz aus? Das Wichtigste ist zu begreifen, dass es nicht nur um das Erzählen geht, sondern um das Erleben. Das heißt also, eine Kombination anzubieten aus Erzählen und Tun, aus Erzählen und Aktion. Wobei ganz klar die beiden Teile voneinander abzugrenzen sind. Aktion im Erzählen macht weniger Sinn, weil dadurch verschiedene Ebenen angesprochen werden und der Wechsel dieser Ebenen ist für unsere Bewohnerinnen und Bewohner oft schwer. Das Wichtigste ist wirklich, eine Aktion dazu anzubieten, weil das Märchen macht die Tür auf, wir müssen aber hineingehen, weil das Symptom der Krankheit ist ja, dass sie selber nicht mehr die Impulse haben, hinauszugehen aus ihren Türen. Also müssen wir hineingehen und wenn das Märchen schon aufmacht, dann heißt es, dass ich dann mit Fragen und Aktionen hineingehen kann. Also zum Beispiel beim Froschkönig. Da gibt es den Frosch und die Kugel. Wenn ich die mitnehme, den Frosch als Stofftier, die Kugel als schwere Kugel, die man in die Hand nehmen kann, dann kann ich damit aktivieren. Ich kann zum Beispiel einen demenziell erkrankten Menschen fragen, was ist schwer, was ist leicht? Oder ich kann mit dem Frosch begrüßen. Oder ich kann auch fragen, welches Lieblingsspielzeug haben Sie gehabt? Was haben Sie gerne gespielt als Kind? Und so kann ich in die Erinnerungswelt der Betroffenen einsteigen. Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis beim Märchenerzählen mit Demenzbetroffenen? Ganz, ganz viele. Ich glaube, ich könnte ein Buch schreiben. Ich glaube, die schönsten Erlebnisse sind dann, wenn die Menschen mich anschauen mit offenen Augen und anfangen zu sprechen. Es gibt so schöne Momente, wo eine Frau zum Beispiel von mir in einem, zu einem Märchen, zum Röschenmärchen passend, eine Krone auf den Kopf gesetzt bekommt. Sie schaut in den Spiegel, schaut mich an und sagt, ich bin schön. Das ist ein schöner Moment.